Wir sind heute in St. Ingbert im Musikcenter Saar. Hallo Kai. Morgen. Und du möchtest uns noch ein paar E-Gitarren zeigen. Du hast schon gesagt, das ist so das Premium-Segment und ja, die sind ganz gut, oder? Die sind ziemlich gut, ja. Ja, also bei uns kriegst du ja so ziemlich alles. Also für Einsteiger, fortgeschrittene Profis und ja, ab einem gewissen Punkt sucht man natürlich auch als Musiker einfach mal so ein paar Besonderheiten und auch einfach Instrumente, die natürlich auch auf einem sehr hohen Level gefertigt sind und die natürlich auch einfach ja, klangtechnisch halt schon einiges zu bieten haben. Das muss jetzt nicht mal damit zu tun haben, dass du damit Geld verdienst, sondern auch da ist es halt wieder, wie es in alle Sparte so ist, auch wenn es dein Hobby ist, wenn du halt einfach einen hohen Anspruch einfach an Klangqualität herrscht und auch an Verarbeitungsqualität, dann ja, muss man halt in gewisse Segmente drin gehen. Und da war das für uns halt auch relativ schnell klar, was wir da haben wollen, weil Sascha und ich da sehr, sehr große Fans von der Marke Suhr sind und sind da auch sehr froh drum, dass wir das mittlerweile anbieten können. Mhm. Bei Suhr ist es halt so, dass da grundsätzlich das immer so eine Geschichte ist, du kriegst nie viele von den Teilen, weil das halt alles eine relativ überschaubare Produktion ist. Das heißt, wir haben da unsere Bestellwünsche geäußert und ein paar sind gekommen. Da liegen allerdings noch einige offen, also sprich, da kommt immer wieder was Neues rein. Und auch wenn da Kunden Anfragen oder sowas haben, dann können wir das direkt nachschauen, wie wann was verfügbar ist. Und ich kann da immer nur jedem raten, also jeder, der so ein Instrument haben will, natürlich auf jeden Fall vorbeikommen. Und jeder, der da Interesse hat, der wartet halt auch gerne mal drauf, weil die Verfügbarkeit halt im Allgemeinen, wie gesagt, sehr, sehr knapp ist und man da immer froh sein kann, wenn man überhaupt mal was anspielen kann vor Ort. Und wir haben jetzt halt auch mittlerweile verschiedene Sparten schon vorrätig. Aber wie gesagt, es fehlt noch ein bisschen was, also auch da gerne jederzeit mal nochmal reingucken. Ja, und ich denke mal, der Name Suhr ist wahrscheinlich vielen bekannt. Wie gesagt, ist ein amerikanischer ja, Hersteller im Premium-Segment. John Suhr selbst ist in der Szene halt sehr bekannt für extrem hochwertige Gitarren, die er halt auch schon Ende der 80er gebaut hat und wo auch schon sehr, sehr viele große Namen damit gespielt haben. Also egal ob jetzt, das muss ich mal kurz überlegen, Eric Clapton, Mark Knopfler, das waren alles so Sachen, die das so in der Zeit ein bisschen in den Fokus gebracht haben und dann ja, ging das halt immer so weiter und irgendwann hat er dann halt seine eigene Marke mit seinem eigenen Namen halt dann dargestellt und seitdem gibt es halt die Gitarren auf dem Markt und auch seitdem spricht der Name halt wirklich für sich und ja, also jetzt hier zum Beispiel eins meiner wirklich absoluten Lieblingsinstrumente, also wenn man sich das mal so anguckt, das ist ja beste Verarbeitung. Also es ist ein sehr schönes Riegel-Ahorn auf der Decke. Es ist auch, wie du hier sehr, sehr schön sehen kannst, es ist wirklich eine extra Decke drauf. Ne? Also auch sehr schön gearbeitet, also ausgearbeitet, dass du halt mit der Hand gut rumkommst. Beim Hals auch ein sehr, sehr schönes Finish, Edelstahlbünde drin. Jetzt hier eine Bestückung, die ich persönlich sehr, sehr geil finde, weil das halt auch so ein bisschen in dem Segment, in dem ich ganz früher mal ein bisschen stärker unterwegs war, also auch so zwei Humbucker, ein Single Coil, ist eine extrem flexible Gitarre, da hast du einfach alles drauf, was du brauchst. Ein sehr geiles Tremolo, ist allerdings ein Zweipunkt-Tremolo, was jetzt nicht wie vielleicht der ein oder andere denkt, oh, bei so einer Gitarre, da muss hier so ein Floyd Rose drauf sein, damit es stimmstabil ist. Nee, also das geht mit so einem Tremolo wunderbar, wenn es halt eine gute Qualität ist und das hat die Gitarre oder das Tremolo. Hier sieht man auch ganz schön mal, wie massiv dieser Tremolo-Block unten drin ist. Also der ist so breit, dass er schon gar nicht mehr in diese Aussparung reinpasst. Und das ist halt auch einer der Punkte, das sorgt halt für massiven Sound. Auch hier die Verarbeitung von diesem Metallblock. Mhm. Das sind so kleine Feinheiten. Eingelassene Halsschrauben, Locking-Mechaniken obendrauf. Und das sind halt echt Teile, die, ja, die absolut aller,
allerfeinste Gitarrenbaukunst halt im Endeffekt widerspiegeln. Und also das ist auf jeden Fall was, was man sehr, sehr gerne bei uns anspielen kann und natürlich kaufen und bestellen kann. Mhm. Mir ist da auf der Rückseite noch was aufgefallen. Da ist ein Schriftzug. Genau, das ist jetzt, kannst du gerne mal abfilmen. Genau, das ist natürlich oben einmal die Seriennummer zum Instrument und halt hier einmal die Produktionsstätte. Mhm. Also da siehst du, ne, kommt aus der USA, kommt aus Kalifornien. Und auch da halt alles sehr designtechnisch ein bisschen dezenter. Klar, der Name, der Schriftzug, das ist halt auch was natürlich ganz bekannt ist. Mhm. Und ja, es sind einfach echt tolle Instrumente. Also allein, wenn du das schon in die Hand nimmst als Gitarrenspieler. Ich habe schon gesagt, ich habe ja schon echt viele Sachen in der Hand gehabt, aber das sind so Teile, die nimmst du in die Hand und ja, fühlst dich direkt zu Hause und merkst halt einfach die Qualität vom Instrument. Ja. Das ist halt echt geil. Also da macht's Spaß. Mhm. Da macht's richtig Spaß. Ist natürlich auch was man fairerweise sagen muss, was natürlich auch seinen Preis hat, was aber für die Instrumente vollkommen gerechtfertigt ist. Also bei den Instrumenten selbst oder bei den Suchgitarren geht es immer so, ja, ich sage jetzt hier bei der Modern sind wir so bei 4,5 in etwa. Also das sind natürlich Preise, die in dem Segment vollkommen gerechtfertigt sind, weil einfach die Qualität ist der absolute Hammer. Also da gibt es meiner Meinung nach nichts, was da noch großartig drüber kommt. Okay. Cool. Genau. Ja, also ich persönlich finde die auch sehr schick, kann jetzt aus Musikerseite leider nichts dazu sagen, aber man sieht auf jeden Fall die Qualität und Wahnsinn, also sehr, sehr schön. Du wolltest noch einmal anspielen, genau, also oder? Wenn du, genau, einmal kurz, wenn du ihr wollt, ne? Ich meine, das ist immer sowas, wo ich sage, man muss das Teil halt selbst mal spielen, aber das ist halt natürlich auch was, dass man einfach mal kurz hört. Wo da der Sound herkommt. Also das ist halt echt von der Klangqualität halt auch einfach eine Top-Geschichte. Jetzt hier zum Beispiel haben wir uns jetzt mal gerade an den Victory dran gesetzt. Victory ist mit Sicherheit auch den einen oder anderen schon ein Begriff. Ist eine sehr, sehr gute Marke aus England. Alles Handmade-Amps aus England. In der Regel alles so in diesem Lunchbox-Design, also sprich Topteile, bisschen kleiner, gibt es in Metallgehäuse oder halt hier diese Wood, also sprich Holzausführung. Die Holzausführung ist halt designtechnisch ein bisschen hübscher. Die andere ist halt ein bisschen roadtauglicher, wenn es ein Metallgehäuse ist. Aber kurz und schmerzlos. Also auch da. also auch sowas ist immer ganz geil. Bisschen kompakter auch zum Mitnehmen. Mhm. Können wir uns gerne im anderen Video mal noch mal ein bisschen genauer damit beschäftigen. Aber auch sowas haben wir da. Also auch Victory Amps sind bei uns verfügbar. Auch die Pedalboard Amps, Boxen haben wir alles en masse da. Also kann man gerne antesten kommen. Genau, aber bei sowas hier, wie gesagt, bei Suhr, da lohnt sich es auf jeden Fall auch, vorbeizuschauen und mal anzuprobieren, weil macht einfach Spaß. Spaß, das verstehe ich. Ja, super, dann vielen lieben Dank, dass du uns Suhr mal etwas näher gebracht hast und euch lieben Dank fürs Einschalten. Kommt gerne mal vorbei oder wie du gesagt hast, wenn man mal was ausprobieren will, am besten anrufen, Termin machen. Genau. Dann hat man auch genug Zeit und Platz, um ja einfach mal ein bisschen was auszuprobieren. Ja, Dankeschön fürs Einschalten und bis bald.